hier von Abstempeln. Schön, dass ihr wieder dabei seid zum nächsten Video von mir. Ich habe heute eine kleine Verpackung für euch und zwar mit so einem ganz dezenten Danke drauf. Ich hoffe, man sieht das jetzt so. Das schimmert halt immer nur so ein bisschen, wenn man es bewegt. Und das sollte auch ganz dezent sein, weil hier drin, auch in Gold, ist eine kleine Schokolade. Den Namen halte ich mal zu, weil ich nicht weiß, ob ich da die Werbung machen darf für. Aber ihr kennt sie mit Sicherheit alle. Und da steht ja dann schon mal nochmal Danke drauf. Nicht in Deutsch, aber Französisch. So, jetzt wisst ihr auch, was das für eine Schoko ist. So, und so sieht die Verpackung aus. Alles so ein bisschen schlichter gehalten. Ja, was heißt schlicht? Ne? Es ist Gold, aber Gold ist ja eigentlich in den seltensten Fällen schlicht. Aber trotzdem habe ich versucht, das irgendwie ein bisschen dezent zu gestalten. Die Verpackung mache ich jetzt mal nicht offen, weil da müsste ich das Band aufmachen und damit ist sie verschlossen. Deswegen zeige ich euch gleich, wie es von innen aussieht, wenn wir dabei sind. So, fangen wir mal an. Wir brauchen das Schneidebrett und ein Farbkarton in Vanille. Genau, Vanille pur habe ich hier genommen und das brauchen wir in den Maßen 23,2, das habe ich hier schon einmal, 23,2 mal 8,2. So, und dann bekommen wir aus einem Farbkarton zwei Stück und haben so einen Rest über. So, und dann können wir den auch gleich so liegen lassen und falzen den einmal bei einem Zentimeter auf der rechten Seite. Falzen, schön das Messer wegschieben. Ich hatte schon wieder angesetzt und wollte hier mit dem Messer falzen. Das geht dann genau einmal und das nicht besonders gut. Und dann bei 1,8. So, dann drehe ich mir das Ganze der Einfachheit halber um und mache das nochmal. Das heißt, noch einmal bei einem Zentimeter. Und dann nochmal bei 1,8. Und da ist es wirklich besser, wenn ihr euch das auf dieser Seite anlegt, weil man dann hier nicht so viel, ich kann es gleich mal rüberlegen, damit ihr mal seht, warum ich das mal hier auf dieser Seite tue. Weil wenn man hier jetzt 1,8 cm anlegen muss und muss das dann noch festhalten, das ist dann irgendwie doof. Also dann so festhalten und dann hier mit links falzen und so, das können Linkshänder wahrscheinlich gut, ich nicht. So, dann drehe ich es mir einmal auf die lange Seite und da falze ich mir das einmal bei 7, bei 7,8. Dann muss ich es mir einmal aufklappen. Bei 17,4, da haben wir Glück, weil das ist nämlich gerade wieder hier hinten auf diesem Stück, wo man wieder das Maßband ablesen kann vernünftig. Und bei 18,2. So. Dann kann das... Ach nee, das kann noch nicht weg, weil ich habe mir das vorhin damit auch geschnitten und das war gar nicht so verkehrt. Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Von dem Stück brauche ich unten noch die Teile und dann lege ich mir das mal wieder bei 1,8 an. Das hätte man auch sofort machen können. Guckt, dass ihr die Falzlinie in der Rille von der Schneidekante hier drin habt, von dem Streifen und hier unten auch, unten am anderen Ende. Und wenn das der Fall ist, dann nicht ganz abschneiden, sondern ich zeige es euch gleich bis zu der zweiten Linie hier unten. Also im Prinzip haben wir hier keine Linie, da die erste und die zweite. Bis zu der ersten Linie schneidet ihr es ein. Ich mache das dann ganz gerne so, dass ich mir... Hier ist ja so eine Nase dran an dem Dings. Und das drücke ich mir auf die Linie. Das heißt, ich sehe hier meine Schneidekante. Ich nehme das mal ein bisschen hoch. So, das heißt, das zeigt jetzt genau auf die Linie. Ab da möchte ich schneiden und dann ziehe ich es mir nach unten. Und dann kann im Prinzip
auch nichts mehr passieren. Naja, jetzt habe ich ein kleines bisschen zu wenig abgeschnitten. Gucken wir mal. Muss ich noch ein bisschen nacharbeiten mit der Schere. Also, aber da ich ja eh noch ein bisschen schnibbeln muss, weil das sind die Teile, die kommen gleich weg. So. Und hier habe ich jetzt gerade ein bisschen zu wenig dran lang geschnitten. Das heißt, da muss eh noch was weg. Das mache ich dann mal mit der langen Schere. Man kann das auch mit der Schere einschneiden. Ne? So ist das nicht. Aber ich finde das glatt im Normalfall. Jetzt im Video nicht, aber im Normalfall klappt es eigentlich besser mit dem Schneidebrett. Also bei mir zumindest. So, das heißt, die Dinger, die kommen gleich weg. Wir brauchen nur das in der Mitte. Und dann brauchen wir hier nur Klebelaschen. Und die schneide ich mir auch schräg. So. Und auf der Seite das gleiche. Einmal abschrägen. Abschrägen. So. Ich hoffe, ich war gerade in der Kamera. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Also, so sollte es dann hinterher aussehen. Mhm. Ne? Dass die Seiten hier schräg gemacht werden. Das werden gleich die Klebelaschen. Und auch das hier werden Klebelaschen, die kleinen Nupsis. Die sollten auch nicht unbedingt zu klein sein, sonst kriegt ihr das hinterher mit dem Kleben nicht mehr so ganz gebacken. So, und dann mache ich mir hier unten, zeichne ich mir einmal die Mitte ein. Und zwar sollte das eigentlich 4,6 breit sein. Das ist es auch. Das heißt, ich mache mir eine ganz kleine Markierung bei 2,3 mit einem Bleistift. Das muss auch nur so ein Pünktchen sein, nur damit ich weiß, da muss ich hin. Weil dann nehme ich mir nämlich die 1,25 Zoll Stanze, die Kreisstanze, und gucke, dass ich hier irgendwie so ein bisschen mittig hinkomme. Dafür ist die Markierung da und stanze mir einmal so ein bisschen was weg. Und ich runde mir die Ecken ab, mit dem Eckenabrunder von der anderen Seite. So. Oh, da habe ich aber schief geschnitten. Das mag ich nicht. So. So gefällt mir das besser. Okay. Und da ist auch irgendwie die Ecke irgendwie blöd abgerundet. Komisch. Na gut. Es ist, wie es ist. Lässt sich jetzt nicht ändern. Also bleibt es auch so. In den Müll loswerden hier. Und dann geht es sofort weiter. So, dann kann ich im Prinzip anfangen mit Bestempeln. Und zwar wird das jetzt gleich diese Seite hier. Und da habe ich ja dieses Blatt drauf. Ich mache einfach mal, dann seht ihr das schon. So, da habe ich jetzt mal wieder mit dem Stempelset Tropenflair gearbeitet. Ich finde, das wird in letzter Zeit ein bisschen vernachlässigt, obwohl es eigentlich ein total schönes Set ist. Und ja, es wird mir halt zu viel jetzt gerade mit den ganz neuen Sachen gearbeitet. Und ich wollte mal die alten wieder so ein bisschen aufleben lassen. Ich brauche jetzt einmal diese Dinger und das hier. Und das Blatt nehme ich als erstes, das habe ich mir schon auf dem Blog gemacht, und stempel das in Savanne. Na, Moment. Ich brauche noch einen Schmierzettel. Ich stempel mir das in Savanne da drauf, allerdings einmal abgestempelt vorher. So, ist immer noch stark genug. Ist ganz viel stärker als vorher. Und da ich das Stempelkissen und den Block gleich nochmal brauche, mache ich mir das sofort sauber. Und kann das wegmachen. So.
Dann benötige ich halt dieses Blattwerk da, dieses Laub oder was auch immer das darstellen sollte, dies hier. Und das möchte ich ganz gerne in Gold stempeln. So, und da ich aber nicht möchte, dass hier im Hintergrund hinter diesem Blatt noch was ist, wende ich jetzt eine Maskentechnik an. Ich habe mir quasi ein Post-it mit Klebestreifen hier an der Seite noch einmal ausgestanzt mit den Stanzen von dem Tropenflair, ne? So dass die Rahmen oder das Framelit davon. Und das lege ich mir jetzt quasi einmal hier drüber. Wenn das nicht mehr hält, das habe ich jetzt gerade gemacht, weil mein Post-it nicht mehr hielt, habe ich mir ja einfach zwei ganz Mini-Streifen Tombow drauf gemacht und habe den trocknen lassen. Dann lässt sich der ja wieder ablösen. So. So, wir bekommen jetzt in dem neuen Katalog bekommen wir hier diese delikater Farben. Da gibt es auch ein Gold von. Ich habe im Moment nur das Kupfer da, das Gold fehlt mir noch. Deswegen ab September könnt ihr es ja bestellen, ist ja nicht mehr so wirklich lange hin, aber ich nehme jetzt im Moment noch die alte Farbe hier, dieses Vegas Gold. Das gibt es eigentlich jetzt auch nicht mehr im Katalog, aber so schlimm ist es nicht, weil im September kann man halt die anderen bestellen. Die schüttel ich mir. Davon gibt es aber noch Frostweiß und Champagnernebel. Kann man auch machen. Ich möchte jetzt aber das Gold nehmen. Ich finde das manchmal schade, wenn man die alten Sachen dann nicht mehr benutzt. Nur weil sie gerade nicht im Katalog sind, ne? Nicht aktuell sind. Fingerschwämmchen, genau. Das tupfe ich mir so ein ganz kleines bisschen in die Farbe rein. Und dann betupfe ich mir hier meinen Stempel. Dann gehe ich hier einmal drüber. Und ich möchte eigentlich auch nicht, dass auf die Seiten Teile, was drauf kommt. Deswegen sehe ich eigentlich zu, dass ich da immer genau treffe. So, da unten noch ein bisschen. Und hier noch ein bisschen. Und da noch. So, dann habe ich das abgetragen. Dann kann ich im Prinzip auch schon sofort, wenn ich die Farbe schon offen habe, das Dankeschön nehmen. Das ist auch aus dem Set. Und da das Dankeschön so schön unterbrochen ist, nehme ich nur das Danke und betupfe mir auch das wieder mit Gold. Da muss man natürlich aufpassen, dass man da nicht an das Schön kommt, so wie ich jetzt. Man kann sich auch behelfen, indem man das hier abklebt mit Tesafilm. Aber ich finde, das ist jetzt so weit auseinander, wenn ich das nicht hinkriege, dann stimmt irgendwas nicht mit mir. So, jetzt brauche ich ein kleines bisschen Farbkarton in Savanne und stempel mir da einmal mein Danke drauf ab. Passt. Ist ganz hauchzart drauf. Ja, man sieht es hier wirklich im Licht ganz schlecht, finde ich, aber das macht nichts. In echt sieht man es. So, lege ich gerade mal an die Seite. Das Töpfchen kann ich zumachen, den Fingerschwamm brauche ich noch. Und zwar ziehe ich das jetzt. Ach, verdammt. Naja, okay, das kann ich abziehen, aber ich habe noch vergessen, ich muss ja noch ein paar stempeln. Ich brauche ja hier oben drauf auch noch welche. Also Töpfchen wieder auf. Farbe auf die Blätter. Und dann einmal hier drüber.
Jetzt habe ich ein bisschen geschmiert, aber ist nicht schlimm. Jetzt kann das Töpfchen wieder zu. Macht das auch am besten, bevor ihr das umhaut. Und dann fliegt das über den Schreibtisch. Das gibt eine Riesensauerei. So. Dann fange ich an und falze mir einmal meine Kanten nach. Und dann habe ich Folgendes gemacht, dann habe ich nämlich das Fingerschwämmchen genommen und habe hier überall so ein bisschen die Ränder angestrichen, dass die nicht so, ja, abgeschnitten, die sehen einfach ein bisschen schöner aus, wenn das so gold schimmert. So, und das mache ich im Prinzip mit allen Rändern, allen Kanten. Und wenn dann wie jetzt die Farbe vom Fingerschwämmchen nicht mehr reicht, nehme ich mir das einfach hier vom Stempel wieder auf. Und dann reicht das wieder. Also die Farbe, die ist so ergiebig, dass man da ruhig, ja, weiß ich nicht, die kann man ganz, oh, jetzt habe ich ein bisschen viel gemacht, die kann man wirklich gut kaufen, weil die wirklich sehr, sehr ergiebig sind, ne? Und jetzt gerade für den Winter, dieses Frostweiß und so weiter, das ist echt schön. Und Champagnernebel, das ist auch echt ein toller Ton. Die gibt es im Jahreskatalog, im Hauptkatalog. Könnt ihr mal nachgucken. So, hier machen wir das auch noch. Also ich gucke immer, dass ich die Kante einmal von der einen Seite und einmal von der anderen Seite mache, damit das auch wirklich ein schöner Rand ist, damit die Kante farbig dunkel ist und dann läuft das in die Fläche. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Verläuft es dann halt so ein bisschen. Da läuft es dann ein bisschen aus. So. Ich befürchte, jetzt reicht die Farbe von den Stempeln doch nicht mehr so ganz aus. Oder? Mal sehen. So, hier vorne noch. Das Problem ist halt, dass man da einfach nicht, die reicht nicht mehr jetzt. Also, ich habe hier auf dem Dank habe ich auch noch so viel drauf. Man darf die halt nicht zu, da darf man nicht zu viel am Schwämmchen haben von, und deswegen ist das ganz gut, wenn man das nutzt, was so noch auf dem Stempel noch drauf ist. Mal gucken, ich will da jetzt mit auskommen. Das muss jetzt passen. Und ich glaube, das passt auch. Hier noch ein bisschen und dann noch mal in die andere Richtung. So. Jetzt haben wir's. Schwämmchen weg. Die machen wir gleich sauber. Das weg. Okay. Jetzt habe ich hier die Ränder, jetzt kann man es, glaube ich, ganz gut so sehen, ne? mit dem Unterschied, so sieht es dann hinterher aus. Und dann kann ich auch schon hingehen und das zusammenkleben. Und zwar nehme ich da mein Abreißklebeband für und da ist der Anfang. Und setze mir das einfach hier an und dann setze ich es auch tatsächlich hier oben an der Kante an. Schön am Rand, am äußeren Rand. Zack.
Und dann schneide ich mir einfach mit der Schere zwei kleine Mini-Stückchen ab. Und setze mir die hier auf die Klebelaschen. So. Dann kann ich es auch schon zusammenkleben. Sofern sich denn das Klebeband abziehen lässt hier. Das Trägerpapier. Manchmal ist das ein bisschen fummelig. Darum was. So, da ziehe ich mir auch alle sofort von vorne komplett ab und klebe mir dann als erstes eine Seite rein und gucke, dass ich hier schön winkelig bin, hier an der Seite. Klebe es mir einmal an und dann kommt die nächste Seite. Na. Und dann gehe ich hierher, klappe mir die Beine so ein ganz kleines bisschen ein, kümmere mich aber erstmal um eine Seite und sehe auch dazu, dass die schön parallel zur Schnittkante liegt. So, wenn ich die ein bisschen angedrückt habe, kümmere ich mich um die andere Seite. So, und wenn die drin sind, gehe ich dann mit dem Falzbein drüber. Von innen und drückt das nochmal nach. Und dann passt es ganz gut. So, okay. Ich schiebe mal eben meine Schokolade da rein. Okay, passend tut's. Jetzt habe ich mir mit den Stanzen dieses Blatt hier ausgestanzt. Und zwar einmal in Gold und einmal aus Transparentpapier. So, das heißt, ich klebe mir jetzt als erstes das Transparentpapier Ding hier unten hin. Da nehme ich ganz einfach Glue Dots für und falte mir die mal einmal so auf die Hälfte, weil das doch hier sehr, sehr filigran ist und sehr dünn. So. Ach, Kleberei hier. Okay. Einmal hier drauf. Zweiten Glue Dot. Muss ich jetzt wirklich zu so einer Wurst rollen, damit der bloß nicht unten drunter herguckt. Und hier unten auf diesem Blatt von der Rückseite, da ist relativ viel Platz. Da kann man den ganz gut hinkleben, ohne dass man den dann hinterher rausgucken sieht. So, und das klebe ich mir dann ein kleines bisschen versetzt zu dem anderen hier drauf. So, und jetzt klebe ich das Goldene oben nochmal fest. Das heißt, ich mache mir noch eine kleinere Wurst und suche mir dann hier oben eine Stelle, die relativ breit ist. Ich hoffe, ihr seht meine Haare jetzt nicht. Ich hänge hier so in der Kamera. So. Okay, verschlossen habe ich das mit dem Joteband. Ganz einfach drum gewickelt. Hoppala. Einmal. Zweimal. Das finde ich total schön, dieses Band, weil es halt so mit Naturprodukten in Verbindung gebracht, also mit Blättern oder sowas, echt toll wirkt. Und es ist halt so ein bisschen wie Paketband, aber halt echt viel, viel feiner, ne? Und also da kann Paketband um Längen nicht mithalten. Und das ist so, was das so schön macht irgendwie. Okay. Schleife drin. Ränder. Na.
Enden noch ein bisschen kürzen. Und dann passt das. Okay. Nächster Schritt ist das Danke. Das hatte ich ja jetzt schon einmal gestempelt. Ich stanze das jetzt aus mit einem neuen Framelit. Das ist aus dem Herbst-Winter-Katalog. Die aus der Halloween-Reihe. Das sind die Zierrahmen, ne? Diese Dinger sind das. Die, wie heißen sie? Ja, Zierrahmen. Stanzform Zierrahmen. So, das gehe ich jetzt mal eben kurz ausstanzen aus der Big Shot. Und ich bin sofort wieder da. Da bin ich wieder. Und ich finde, das sieht echt schön aus mit diesem bestickten Rand und so weiter. Und damit das jetzt nicht ganz so trist wird, schnappe ich mir nochmal meine Goldfarbe und mein Fingerschwämmchen. Da ist es. Mach da ganz bisschen was dran und tupfe mir das auch nochmal ab, weil sonst ist es echt zu viel. Und gehe ja auch nochmal ganz kurz ein bisschen über die Ränder. Einfach nur so ganz hauchzart am Rand lang. Dass da so ein Hauch von drin ist. Dann, ja, das lockert das Ganze so ein bisschen auf. Wenn der Rand dann nochmal so ein bisschen, ja, anders ist als sonst. Keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, was ich sagen will. So, dann setze ich mir hier hinten einfach noch zwei Dimensionals drauf. Drehe mir das nochmal richtig rum und dann kommt das hier einfach schief drauf. Und dann ist es fertig. So, mit einem ganz leichten, hauchzarten Danke. Und ja, jetzt sehe ich gerade, ich habe die Schokolade falsch rum reingepackt. Eigentlich wollte ich die so rum reinpacken, dass sie hier ist. Jetzt muss ich die Schleife nachher nochmal aufmachen, dass das Goldene da oben zu sehen ist. So ein Käse. Na gut. Okay, ich hoffe, euch hat das gefallen. Wenn ihr gerne mal irgendwas bestellen möchtet, weil ihr es nachbasteln möchtet, könnt ihr warten bis zum Ende. Da kommen hinten noch meine E-Mail-Adresse und Kontaktdaten. Und dann könnt ihr mich gerne anrufen oder per E-Mail schreiben. Alles klar. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.